bei den Weltmeisterschaften, der mit Sakur den Doppelweltmeister stellte, der für einen Millionenpreis für die Performance Sales International ging. Sakur war sicherlich einer der ganz prägenden Vererber der Gegenwart, der aber nicht nur im Reitpferde- und Dressurpferdesegment, sondern mittlerweile auch in der S-Klasse schon hocherfolgreiche Nachkommen aufzuweisen. 26 S-Pferde aus den ersten Jahren des Sir Donnerhall. Hier ganz interessant angepaart mit der Ballade von Bonheur. Bonheur, ein Bentham, zwei Roncalli-Sohn, also ein Schuss Vollblut über die Mutterseite, blutet ja immer gut. Bonheur, der zunächst aus Friesland stammt, bis Estes so erfolgreich ging und dann nach Kanada verkauft wurde, wo er sportlich und züchterisch weiter erfolgreich war. Und dann der große Weltmeier in dritter Generation angebracht mit Goldstein, das E-Blut, also solide, kraftvolle Mechanik im hinteren Pedigree bei diesem Sweet Hero, der einen so passenden Namen hat, denn er ist wirklich von der Machart, von der Sorte zum Verlieben, hat sich im Pferden, wer ihn dort gesehen hat, ganz souverän gezeigt und zeigt sich hier auch souverän. Volles Haus, schaut er, da staunt er, aber die Fachleute werden es gesehen haben, der Takt unerschütterlich dabei, ganz aktiv das Hinterbein, zu keiner Zeit eintreten, das spricht schon für die große Balance dieses Sweet Hero. Ganz patent gebracht, ganz wahre Sandra. Ganz meisterlich und heute Morgen einmal kurz aufgesessen, gesessen auf die nächste Kette. Also, auch noch wenig. Ja, dass er jetzt so zufrieden abschnaut unter ihr, das weist, welche Reitpferdequalitäten in diesem Sweet Hero stecken. Schwingt sehr schön durch, immer groß in der Bewegung. Seinen unwahrscheinlich erfolgreichen Mutterstamm gezogen, der so hinten aufweist wie Dollar Girl, Weltcup-Sieger unter dem Skeleton oder Leroy Brown, der unter Chad Nagel spielte, dann aber auch Claire Fontessans international erfolgreich im Parcours ging. Carlos, das erste Erfolgswert von Olympiasiegerin Sandra Aufwart in der Vielseitigkeit. Und aus näherer Verwandtschaft ganz interessant. Längste Konverter 1 und 2 und vor allen Dingen auch Rioja von Grünstein, auch die erfolgreiche Stute, alles aus der Familie dieses Sweet Hero. Die Mutter selbst machte auch noch eine Stute, Staatsbremann-Stute in Hannover, die bis zur WM siegreich gegen als 3 Jahre ältere Schwester dieses Sweet Hero. Ganz viel Ebenmaß jetzt hier im Schritt, klaren Rhythmus, gute Fußfolge. Das ist ja gerade mit 3-Jährigen besonders schwierig, aber dieser Muskelschüler macht das hier ganz hervorragend. Das ist toll. Erste Eindrücke unter dem Sattel dieses 3-jährigen Habermas, der als anerkanntes für sein Zuchtgebiet, natürlich auch für Westfalen, das Rheinland, für alle süddeutschen Verbände sowie für Oldenburg.
ganz feine Handling, super im Maul. Wir sagen Dankeschön, dann einen kleinen Applauschen schon, mal sehen, wie er reagiert.